wir alle wissen, dass der Hase kein Wiederkäuer ist. Schon um Gottes Segen, da muss ich dir leider widersprechen. Denn physiologisch ist der Hase doch ein Wiederkäuer. Denn er isst sein eigenes Kot und verdaut dieses zweite Mal, was auf das Gleiche hinausläuft. So lesen wir im Tierleben, Band 12, Seite 42, folgendes. Wir sehen also, dass die Bibel recht hat. Auch wenn Mose diese im 19. Jahrhundert entdeckte biologische Detail gar nicht kannte. Der Herr Jesus Christus, er segne dich.